Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einem weiteren Gastvideo hier auf diesem Kanal. Heute stellt der liebe Jackie D seine kleine, aber feine Sammlung vor und welche Schätze sich in seinen Bindern und Magnethaltern befinden, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute haben wir mal wieder ein Gastvideo in der Pipeline und zwar das vom lieben It's Me, Jackie D, der ein meiner Meinung nach recht guter YouTuber ist mit viel Potenzial, der aber noch gar nicht so bekannt ist. Der hat knapp über 200 Abonnenten. Ich kenne ihn schon recht lange, ich habe ihn schon abonniert. Ich glaube, da hat der noch nicht mal 100 oder so. Und der macht alles Mögliche von Deck-Profiles über Opening, auch OCG-Openings. Wenn ihr zum Beispiel von mir noch gar nicht genug bekommt, wenn ihr sagt, Mensch, jetzt hat der Julian ein Display von Lightning Overdrive auch aufgemacht und das reicht mir aber nicht, dann guckt ihr bei Jackie D vorbei, der auch ein Display aufgemacht hat, auch super toll gezogen. Und ja, der stellt euch heute mal seine Sammlung vor und ich möchte ihm jetzt auch gar nicht groß die Zeit stehlen. Ich würde sagen, let's go! So, hallo an alle, die sich hier auf meinem Kanal verirrt haben, it's me, Jackie D, und... Warte mal, das ist gar nicht mein Kanal. Wo zur Hölle bin ich? Hallo an alle, it's me, Jackie D, ich habe heute die Ehre, euch ein Video bringen zu dürfen auf diesem Kanal von dem lieben House of Cards. Ihr kennt vielleicht meinen Channel, vielleicht nicht. Ich bin so ein kleinerer YouTuber und bringe so Sachen wie News, Deck-Profiles, Duelle, hab eine Sealed-Only-Challenge, alles mögliche. Also alles zu Yu-Gi-Oh! Findet ihr einfach auf meinem Kanal. So, ich habe letztens mit House of Cards eine ganze Weile gesprochen und habe da die Entscheidung gefällt, auch so eine kleine Sammlung für mich persönlich aufzubauen und die auch ein bisschen auf meinem Kanal zu teilen sozusagen. Und ich darf euch jetzt, wie gesagt, heute ein kleines Gastvideo bringen, wo ich ein bisschen in meine Sammlung eintauche. Die ist jetzt nichts Besonderes, also ich habe jetzt keine 200 Starlight Rares oder so, aber für mich persönlich ist es einfach eine ganz coole Sammlung. Ich habe einen OCG-Binder, den wir jetzt durchgehen, ich habe einen Archetype-Binder, den wir jetzt durchgehen und ich habe ein paar Magnethalter bestellt auf Empfehlung von House of Cards und bin mit denen super zufrieden und bin mega begeistert, wie cool und professionell die Karten jetzt auf einmal aussehen. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Archetype-Binder, gehen dann über in den OCG-Binder und zum Schluss einfach das Beste mit den Magnethaltern. Da sind sozusagen auch meine ganzen Schätze dann drin. Und ich würde sagen, wir fangen auch gleich schon mal an. So, als erstes schauen wir uns jetzt mal den Archetype-Binder von mir an. Aber bevor wir das tun, möchte ich euch noch mein Opening-Maskottchen vom Kanal vorstellen. Und zwar dieses Funko Pop Bisasam. Das bringt uns immer extrem viel Glück beim Ziehen. Das werdet ihr später noch sehen. Und wie gesagt, das ist dann quasi unser Kanal-Maskottchen. So, das ist kein krasser Binder, also ihr braucht jetzt nichts super expensive-mäßiges euch irgendwie vorstellen oder erwarten. Also da habe ich jetzt beispielsweise die Götter drin, das sind die Unspielbaren, ich finde die einfach nur super cool in der Rarity, beziehungsweise ist halt einfach, sind halt die Götter, ne? Also mehr brauche ich eigentlich nicht dazu sagen. Dann haben wir hier einmal den Buster Blader Archetype, auch einer meiner Favoriten, und den Sky Striker mit Engage, aktuell hier auf 0. Auf der Banlist und eine meiner absoluten Rarities ist tatsächlich auch Secret Rare. Ich finde es einfach nur wunderschön. Hier haben wir beispielsweise einen Haufen Harpyen Lost Arts und den neuen Magisters Archetype. Die habe ich mir beispielsweise noch in Collectors Rare bestellt, da kommen wir aber später auch nochmal drauf zurück. So, dann haben wir hier den Fossil Archetype. Wenn ihr irgendwelche Favoriten Archetypes habt, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Ich frage da immer gerne ein bisschen rum und tausche mich über
bestimmte Themen natürlich auch immer gern aus. Den Hero Archetype natürlich hier spezifisch auf Elementarheld, einfach ein paar coole Karten. Also der Ordner ist jetzt wirklich nur für Archetypes und Artworks, die ich halt total nice finde. Beispielsweise fand ich das super geil, dass für den Erzunterweltler einfach den, also für den herbeigerufenen Totenkopf, jede Beschwörungsart eigentlich zugefügt wurde, außer natürlich Pendel. Dann haben wir hier eine Cyberdrachenseite. Wir haben hier Dragonmaid. Da habe ich auch einen ganzen Core hier. Also ich spiele das Deck auch selber. Viele von den Decks, die ich jetzt hier drin habe, spiele ich auch tatsächlich. Dann schwarz glänzender Soldat. Natürlich auch ziemlich cool und nostalgisch. Hier die Seite feiere ich mega. Ich liebe dieses Artwork von Polymerisation. Und ich hoffe, dass es für rotäugige Vision einfach noch eine Ultra oder so ein Ultra-Print gibt. Weil bisher habe ich nur Common, es gibt ja glaube ich sonst nur Super und das ist jetzt nicht unbedingt schön. Und da, die beiden habe ich auch noch als Ultra Rare aus Legendary Duelist, aber ich finde die Secrets sehen einfach deutlich besser aus. Dann haben wir hier noch Witchcraft und Rika, auch zwei wunderschöne Archetypes. Schmitter ist die beste Witchcraft überhaupt. Dark Magician und Blue Eyes natürlich dürfen auch nicht fehlen. Ach, ich finde die Artworks einfach so genial. Von die dunklen Magier auch mega. Oder bunt zwischen Schüler und Lehrer. Es gibt so viele wundervolle Artworks. Dann da fehlen mir noch ein paar Karten. Ich finde die zwei einfach vom Artwork her so sick. Deswegen sind die auf jeden Fall drin. Hier haben wir noch Drayton. Ich mag den Archetype super arg. Rosendrachen, da kommt bald auch neuer Support, den sehen wir auch gleich im OCG-Binder noch. Hier haben wir noch den Buntäugig-Archetype drin. Das mache ich einfach mal raus. Dann haben wir hier ein bisschen Chaos-Support und nochmal die Götter in einem anderen Artwork von der Tin, ich glaube 2019. Und der ist aus Duelist Saga und es sieht einfach nur super geil aus mit der Parallel-Rare. Dann haben wir hier Evil Twin, ein paar Karten aus Blazing Vortex und Genesis Impact und hier ein paar Red Eyes, der Babydrache natürlich. Ich liebe dieses Artwork vom Rotäugigen tatsächlich, ich glaube, das ist mein Lieblings. Den alternativen Rotäugigen, den feiere ich ja eh aus Prinzip, und der Red Eyes Darkness Dragon, den habe ich hier drin, weil das eine Karte aus meiner Kindheit ist. Also meine Mutter hat damals meine Karten auf dem Flohmarkt verkauft gehabt. Und deswegen ist nicht viel übrig, aber den habe ich letztens einfach im Speicher gefunden und deswegen sehr nostalgische Gefühle einfach. Dann haben wir hier nochmal Blue Eyes Karten, alle in Secret Rare und nochmal ein paar Hero Karten, bisschen eher bezogen auf Neos, außer den Elementarheld Shining. Und dann ist da gar nichts mehr drin, da kommt bald bestimmt noch mehr. Wie gesagt, ich sammle einfach so und hier muss ich euch eine geile Geschichte erzählen. Und zwar war ich mal auf Locals und das ist einfach eine Ultimate Rare, das müsst ihr euch mal geben. Das ist eine Ultimate Rare und die habe ich gefunden im Müll. Also es ist jetzt keine krasse Karte, ne? Ist kein Elementarheld oder so, aber es ist einfach eine Ulti. Und dann habe ich den Judge gefragt, so, jo, Bruder, darf ich die behalten? Die lag da im Müll. Und dann hat er gesagt, ja, natürlich, also wenn die niemand mehr braucht, dann... Und das habe ich einfach eine Ulti im Müll gefunden, ne? Also das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Und dann haben wir hier noch ein paar Lost Arts, die sammle ich auch quasi. Wir haben ja auch schon die ganzen Harpien vorne gesehen. Und wie gesagt, das ist so mein Archetype, Artwork, Lost Art Binder. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr sowas auch habt. So, dann gehen wir noch ganz kurz auf meinen OCG-Binder ein. Ich liebe japanische Karten, weil ich finde, dass die einfach mega genial aussehen. Wir haben hier einen Haufen Collectors Rares und zwei Premium Gold, die waren ja in Japan deutlich seltener. Und wir haben hier auch das Dark Magician Girl in Secret Rare, was einfach nur super, super sick aussieht. Also ich war wirklich froh, als ich das damals auf dem Kanal auch gezogen habe. Das war noch mein 50-Abo-Special. Ach Gott, das waren noch Zeiten. Hier haben wir noch ein paar Secrets. Also ich finde die japanische Secret Rare tatsächlich auch deutlich schöner als unsere. Feather Duster und Raigeki, auf jeden Fall insane. Das sind so Karten aus der Premium Gold Collection, glaube ich, hieß die.
Und hier haben wir auch die ganzen Handraps, die ganzen Ghost Sisters. Bin ich auch froh, dass ich die alle habe, bis auf die eine, die halt nicht drin war natürlich. Wir haben Phantasme. Das war so ein insane Set. Also hätten wir dieses Set in TCG bekommen, überleg mal, Tupf der Extravaganz, der hatte damals noch kein Reprint, ne? Ah, das war ein richtig, richtig gutes Set. Und dann auch Crossout Designator. Bin ich mal gespannt, wann und ob wir die Karte im TCG auch bekommen. Genau, die Rarity Collection Premium Gold. Das war's. So. Dann haben wir hier noch ein paar Karten zu Soul Fusion. Das war damals eins meiner absoluten Lieblingssets. Wegen meinem Boy hier, Thunderdrain Colossus, bin ich auch froh, dass ich einen Super Rare habe. Wir haben hier auch eine Ultimate Rare. Den Galaxieaugen-Link-Drachen, den haben wir auch schon in Secret Rare gesehen. Ich finde dieses Artwork einfach wunderschön. Und das ist halt noch die alte Collector's Rare. Sieht tatsächlich ziemlich sick aus. Und hier haben wir einfach noch so ein paar Archetypes, halt nach Rarity sortiert. Da ist beispielsweise Oikust, war ja damals ziemlich cool. Dann haben wir hier Thunder Dragon und eben noch ein bisschen Salad Boys Zeug und noch so ein paar Random Karten. Sun Summer Summoner, auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Karte. Hier haben wir noch Legendary Duelist, Duelist of Gloom, hieß es im OCG. Und hab da auch einfach so ein paar Random-Karten, ne, die Archetypes einfach. Haben wir MechLords, dann haben wir den Chinzo auch in Ultra Rare. Sehr, sehr geil. Feier ich auf jeden Fall, also der sieht super sick aus. Und dann haben wir genau auch noch den Ra-Archetype mit dem Schleim. Da habe ich mich übel drüber gefreut. Ich liebe diesen Schleim-Dude einfach. Die Farben sind faszinierend. Und einfach so ein paar Reprints. Ne? Hier haben wir nochmal eine Wiedergeburt im OCG Artwork. Bei uns sieht es ja komplett anders aus. Aber ich finde unseres tatsächlich auch schöner. So, dann haben wir hier noch Genesis Impact. Das habe ich auch geöffnet. Also wenn ihr auf OCG Openings steht, das gibt es auch ab und zu. Hauptsächlich jetzt die Main-Sets auf meinem Kanal und da haben wir unsere Ultra Rare. Ich habe jetzt nur eine Box aufgemacht gehabt. Das war ein sehr, sehr buntes und cooles Set, auch mit dem Magistus Archetype drin. Den finde ich extrem wunderschön von den Artworks her. Und hier sind auch so Parallel Rares drin. Das ist oft so in den Side Sets, aber ich muss sagen, ich finde es bei den Karten tatsächlich gar nicht so bad. Also es sieht ziemlich cool aus, vor allem mit den Evil Twins, also die ganz besonders mit dem Hai da drauf. Es ist so süß, ne? Also ich muss sagen, ich finde die Rarity so gar nicht so schlecht. So. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Set, was ich geöffnet habe. Also ihr seht, es ist jetzt nicht so viel drin. Und zwar Lightning Overdrive. Das habt ihr bei House of Cards bestimmt auch gesehen gehabt. Und da ist eben auch eine Collector's Rare drin. Er hat deutlich besser gezogen als ich. Aber bei den Mainsets, wenn ich die öffne, geht es mir auch so ein bisschen drum zu gucken, okay, was ist da drin und euch dann als Zuschauer auch zu zeigen, schaut mal, die Archetypes sind drin, das könnt ihr von dem Set erwarten, weil diese kommen ja im OCG immer deutlich früher als im TCG raus, deswegen macht das eigentlich immer ganz Spaß, vor allem wenn man dann halt auch nicht weiß, was für eine Karte ist und dann beispielsweise feststellt, oh mein Gott, Dogmatica hat noch ein Fusionsmonster oder es kriegt einfach ein Ritualmonster. Auf jeden Fall ziemlich cool und da eben auch der vorhin angesprochene neue Rosen-Archetype. Wir haben einfach alle Karten gezogen mit unserem Opening. Feiere ich sehr und die beiden Trap-Tricks auch. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, also das Set wird super. Die Karte ist insane, die neue Tri-Brigade Stufe 2, die lässt einen searchen. Und wir haben auch einen neuen Ignister Support, der uns Ignister Island einfach direkt suchen lässt, als Link 1 Monster, also wie broken ist das. Und eben noch so ein paar andere Archetypes, wie der Amazement, hier noch ein bisschen Plunder Patrol und die unglaublich tolle Ice Barrier Karte, die wir dann auch in meiner Sealed Omni Challenge versuchen zu ziehen. Und einfach das Baby von Twin Twister und Book of Moon. Und das war's tatsächlich auch schon mit dem OCG-Binder. Schreibt mir mal eure Meinung gern unten in die Kommentare und ob ihr auch eine OCG-Collection habt. Das ist ja jetzt nichts, was irgendwie jeder so daheim hat. Wie gesagt, ich weiß, es ist jetzt nichts Krasses, aber ich mag die japanischen Karten. Deswegen, ich sammle die einfach gern und ich finde, die Schrift sieht einfach nur wunderschön aus. Thank you.
So, und wie versprochen kommen wir zum Schluss einfach zum besten Part meiner Sammlung, meiner kleinen. Ich weiß, Leute, meine Qualität, also das Equipment ist nicht 100% das Beste, das weiß ich auf jeden Fall. Ich muss noch ein bisschen lernen, damit umzugehen. Ich habe es jetzt versucht, so ansprechend wie möglich für euch zu gestalten, mit den Bindern und mit den Kommentaren. Ich dachte, so kommen wir einfach auch ganz gut durch. Ich würde sagen, wir fangen mit den Ultra-Rares an. Ich habe jetzt nicht so viele Ultra-Rares, die ich unbedingt einpacken wollte, aber es sind jetzt 3 Stück, die ich einfach unglaublich toll finde von dem, was sie quasi darstellen und wie sie halt aussehen. Und zwar haben wir einmal Dark Magician Girl, The Dragon Knight im alternativen Artwork aus den Dragons of Legend, und ich muss sagen, ich finde die Farben einfach wunderschön und das Artwork ist einfach genial und es sieht einfach so edel aus in dem Toploader, in dem Magnethalter, ohne Spaß. Also ich feiere das richtig, richtig hart. Dark Magician Girl ist übrigens auch eine meiner absoluten Lieblingskarten und ich freue mich und ich hoffe, dass ich eine tatsächlich in Ghost Red ziehen kann aus Ghost from the Past, falls die dann tatsächlich drin ist. Zum Zeitpunkt, wo ich aufnehme, ist noch nicht 100% klar, aber ich hoffe es einfach mal, dass sie drin ist. So, dann haben wir die Lost Art vom Dark Magician Girl. Da bin ich auch froh, dass ich eine gekriegt habe, weil ich brauche 2 Stunden zu meinen Locals hin, aber die Dudes da sind so nett, dass sie mir einfach eine zurückgelegt haben. Also wirklich, es sind einfach die größten Ehrenmänner und ich bin so froh, dass ich die in meiner Sammlung habe. So, und dann auch noch eine richtig, richtig coole Lost Art, die Habien Königin, einfach im alternativen bzw. im uncensored Artwork. Ich glaube, man sieht, wie sehr sie im TCG zensiert wurde. YGO Insider freut sich über diese Karte. Auf jeden Fall sind das meine 3 Ultras und die sehen einfach sehr, sehr edel aus in den Magnethaltern. Also vielen Dank da nochmal an die Empfehlung vom lieben House of Cards. So, dann eine Rarität, wo auch die Leute gespalten sind, und zwar das neue Premium Gold Rare aus Maximum Gold, wo zuerst im OCG eingeführt wurde. Hier haben wir einmal das alternative Artwork von Appaloosa, was ich wunderschön finde. Und ich glaube, das ist mit Drell and Lockbird das einzige Artwork, das alternative, was ich aus dem Set tatsächlich gefeiert habe. Aber sieht wirklich wunderschön aus. Meine Meinung zu der Rarität ist, dass sie bei den meisten Karten wirklich sehr, sehr edel aussieht. Sie fühlt sich auch gut an. Aber wenn es dann tatsächlich ums Spielen geht in den Decks, im Extra-Deck macht es mir jetzt weniger aus, aber im Main-Deck habe ich die Rarität tatsächlich auch eher ungern. Außer mein Federduster, den spiele ich gerne in der Rarität. Und dann haben wir noch einen Eldritch, The Golden Lord, auch in dem Premium Gold Rare, ja, keine Secret, aber ich finde, es sieht einfach in der Rarität unglaublich sick aus. Es ist so faszinierend, wie das passt und dass der da einfach das Reprint gekriegt hat. Eine sehr, sehr coole Mischung. Dann, wie vorhin angesprochen, einmal Featherduster, eine meiner absoluten Lieblingskarten, wenn nicht sogar meine absolute Lieblingskarte. House of Cards hat mir letztens seine Ghost Rares aus dem OCG gezeigt und ich war einfach nur neidisch. Es ist einfach schon genial. Und dann noch eine letzte Premium Gold, und zwar meine Infinite Impermanence. Auch eine meiner liebsten Karten. Eine extrem spielstarke tatsächlich auch in dem Premium Gold Rare. Und ich finde, in der Rarität sieht sie auch super aus. Wir haben sie ja vorhin auch am OCG gesehen in dem Premium Gold. Nur der Unterschied zu den Premium Golds, die es OCG bekommen hat, war, dass quasi in einer ganzen Box, ich glaube mit 15 Packs, war nur eine Premium Gold drin. Und wir hatten ja einfach pro Box 6 Stück drin, also das ist schon nicht vergleichbar. Dann habe ich hier ein paar Secret Rares und ich fange gleich mal an mit meinem Chaos Imperator Pendelmonster. Ich finde dieses Artwork so sick und wir haben den damals hier auf dem Kanal gezogen gehabt, beziehungsweise auf meinem Kanal drüben. Und das ist einfach Wahnsinn, wie cool diese Karte aussieht. Dann habe ich mir jetzt auch noch ein kleines Ziel gesetzt, und zwar, das wird auch etwas teurer, was ich aber auch nicht auf einmal erfüllen möchte, sondern einfach Schritt für Schritt. Vielleicht lässt sich auch mal was ertraden. Und zwar die ganzen Ghost Sisters
in First Edition in Secret Rare einmal zu holen, einfach damit ich die Sammlung habe. Und ich habe hier jetzt einmal die Geistertrauende, die habe ich gezogen, da habe ich mich sehr drüber gefreut, das Artwork ist wunderschön. Und von einem Kumpel habe ich damals die Geisterschwester und gruselige Hartriegel, extrem witziger Name, bekommen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und die Farben auf dem Artwork sind einfach nur wunderschön mit den Blüten und der Secret Rare. Also Secret Rare ist auch eine der, meine absolute Lieblingsrarität der normalen Raritäten, sag ich jetzt mal. So, und dann haben wir noch einen blauäugigen Chaosdrachen, der einfach insane aussieht in Secret Rare. Ich habe auch den Ultra Rare da, da geht ja mehr, aber ich finde die Secret macht einfach deutlich mehr her mit der Rarität als die Ultra. Aber das sieht einfach nur sick aus, also das ist wirklich eine ultra coole Karte. So, dann sind wir tatsächlich auch schon mit der Hälfte durch, aber ich warte natürlich, dass das Beste sozusagen zum Schluss kommt. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Secrets. So, und das hier ist einer meiner absoluten Schätze. Ich habe den damals zum Geburtstag von Freunden bekommen. Und ihr glaubt gar nicht, wie ich mich über den gefreut habe. Der ging damals um die 50 Euro oder so. Also er hat da, er ist wirklich niemand. Er hat nur leider da oben so ein paar Macken am Rand, dass man es ein bisschen glänzend sieht. Aber ansonsten ist er wirklich in einem Top-Zustand und First Edition. Und er geht jetzt um die 125, 150 Euro, was für meine Verhältnisse schon insane ist. Also es ist quasi eine Starlight Rare. Und es ist einfach, auch weil er von meinen Freunden kommt, einfach einer meiner absoluten Lieblingskarten. Und ich würde ihn für nichts in der Welt hergeben. So, dann habe ich eine Appaloosa First Edition in Secret Rare. Ich finde auch dieses Artwork einfach mega, mega genial. Ich habe es jetzt auch hier in einen Magnethalter, weil ich noch einen in Ultra Rare gezogen habe, damals aus der Megatin. Deswegen, ich habe jetzt quasi jede Appaloosa, die es eigentlich gibt. Außer die in Starlight Rare natürlich. Und finde, es sieht einfach so genial aus in dem Magnethalter. Dann noch einmal das BLS-Link. Auch eine sehr teure Karte aktuell. Bekommt ja ein Reprint in Ghost Rare. Ich weiß nicht, ob sie dadurch viel günstiger wird, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte. Und dann habe ich auch einen blauäugigen Geisterdrachen. Leider kein First Edition. Das habe ich auch vorgestern erst gesehen. Aber ist mir prinzipiell egal. Es ist einfach nur, wie wunderschön diese Karte aussieht. Den habe ich mir damals zu Weihnachten gegönnt. Einfach als Kleinigkeit. Und ich liebe diese Karte bis heute. Und dann einfach, weil ich das Artwork schön finde, habe ich auch gestern gesehen. Leider kein First Edition. Eine Eep in Secret Rare. Die ist ja aktuell banned, aber es ist einfach eine wunderschöne Karte. Und das ist auch das, was ich auf meinem Kanal quasi machen möchte. So ein bisschen diese Artworks und diese Farbkombinationen und so ein bisschen mit euch zusammen genießen. Und da ein bisschen drüber unterhalten, was für tolle Karten quasi so aktuell im Umlauf sind. So, dann kommen wir jetzt zu ein paar höheren Raritäten, sage ich jetzt mal. Es sind auch noch welche unterwegs. Ich habe jetzt tatsächlich mal was bestellt und was gegönnt. Habe mir zwei Collectors Rares noch bestellt und eine Ulti. Und hier haben wir jetzt quasi drei meiner Lieblings-Ultis. Ich habe noch mehr Ultis, beispielsweise den Dark Magician und den Blue Eyes aus dem Structure Deck damals. Aber die habe ich jetzt nicht im Magnethalter rein, die habe ich so noch irgendwo privat in meiner Sammlung. Also wir haben hier auf jeden Fall einmal meinen Boy, meine absolute Lieblingskarte, zusammen mit Featherduster natürlich. Donnerdrachen Koloss. Ich hoffe, dass er einmal zurückkommt von der Banlist, zumindest auf 1. Das wäre so mein Traum. Ich habe mir den damals für 20 Euro gekauft, als er auf die Banlist gekommen ist. Und jetzt geht er einfach um die 60, 70 Euro, also das war auf jeden Fall Plus. Ich finde die Karte einfach nur genial. Die Rarität passt so gut zum Colossus dazu. Es ist einfach Wahnsinn. Dann meine einzige Sky Striker Karte, die ich in Ultimate Rare habe. Keiner, weil sie einigermaßen finanzierbar war. Spielt man zwar auf 1, deswegen habe ich sie mir auch geholt. Ich habe sie am Anfang auch im Deck gespielt, aber jetzt, wo ich so eine Sammlung aufbaue, hätte ich sie doch lieber gern hier drin. So. Nehme ich doch lieber meine Secret Rare zum Spielen. Und einmal die erste Ulti, die ich aus einem OTS-Pack gezogen habe, selber eine Fallenstellerin Rafflesia,
wunderschönes Artwork, sehr, sehr geniale Karte und gerade mit dem XYZ und dem Namen passt die Rarity einfach insane dazu, also wirklich Wahnsinn. So, das sind jetzt die drei Ultis und dann habe ich noch drei Collectors Rares und ich bin ein bisschen in die Collectors Rare verliebt. Also ich zeige euch auch gleich warum. Das ist meine Lieblingsdeck, machen wir jetzt zum Schluss. So, machen wir es einfach mal so. Ich habe hier einen BLS im Collectors Rare und ich finde es faszinierend, wie diese Sonnenfinsternis im Hintergrund, wie die mit der Collectors Rare eingefangen wird und wie dieser Farbeffekt, dieser Regenbogen sich über die komplette Karte zieht. Ich finde es einfach nur genial. Und ich feiere die Rarity. Also ich liebe die wirklich. Deswegen habe ich jetzt nochmal zwei Stück bestellt. Die aus Genesis Impact waren ja relativ günstig. Die hier haben wir gezogen, auch auf dem Kanal. Also nochmal ein Grund rüberzukommen und einfach mal den Kanal zu abonnieren. Wir ziehen eigentlich ziemlich geilen Stuff hier auf dem Kanal bei mir. Und dann zum krönenden Abschluss meine absolute Lieblingskarte in der Sammlung vom Schönheitsfaktor her, die Magistes Mondmaid, weil ich versuche es mal ein bisschen aufzufangen. Diese Verzierung auf der Karte ist einfach nur genial, wie von rechts oben nach unten, nach links unten quasi, diese Wellenschein mit der Rarität zusammen, das ist einfach nur genial. So, das sind auf jeden Fall meine Raritäten, meine Schätze. Wie gesagt, es kommt noch was dazu. Ich habe so ein kleines Format auf dem Kanal aufgemacht, meine kleine Sammlung. Da kriegt ihr dann immer mal wieder so ein paar Shorts, ein paar Updates. Wenn ihr da Bock drauf habt, wie gesagt, gerne vorbeikommen, würde mich mega, mega freuen. Und ich sehe euch jetzt gleich nochmal im Outro. So, das war jetzt tatsächlich meine Sammlung. Wenn sie euch gefallen hat, gerne eine Rückmeldung auf jeden Fall in den Kommentaren da lassen und abonniert mich gerne auf YouTube, würde mich super freuen und mega unterstützen. Wie gesagt, ich starte jetzt auf YouTube so ein kleineres Projekt mit den YouTube Shorts, die es ja seit kurzem gibt, wo ich immer mal wieder so 1-Minuten-Videos mache mit meinen kleinen neuen Zugängen sozusagen. Ich nenne das Format auch meine kleine Sammlung, weil ich bin Student, also ich bin noch nicht stinkreich oder so. Ich kann mir keine teuren Karten leisten. Deswegen versuche ich Stück für Stück einfach Karten zu kaufen, ran zu traden oder eben zu ziehen. Und wenn ihr mich da ein bisschen auf dem Weg begleiten wollt, gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, würde mich mega, mega freuen. Und vielen Dank auch nochmal an House of Cards für die Möglichkeit, dass ich bei dir ein Video machen durfte. Vielen, vielen Dank, Bruder. Er hat mich schon so oft unterstützt und ich bin sehr dankbar, dass ich ihn kenne über YouTube, durch YouTube. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video geschaut habt und hoffe, wir sehen uns natürlich bei mir auf dem Kanal auf dem nächsten Video auch wieder. Macht's gut, bis denne und ciao.